Herzlich willkommen zu diesem Video. Herzlich willkommen, Marvin. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, du hast mit deinem Bruder zusammen ein Start-up-Unternehmen und du tust dir was ganz Besonderes, gerade für ältere Menschen. Erzähl doch mal. Ja, also hallo auch von meiner Seite. Freut mich auch hier zu sein und dass du jetzt auch zuhörst. Hallo Dorothea. Genau, wie du schon gesagt hast, ich habe mit meinem Bruder zusammen ein Startup gegründet und wir haben ein Produkt entwickelt, was die Zellen stärken soll, weil man weiß ja, oder so, ich gehe mal davon aus, der Körper besteht aus Zellen. Und wenn die Zellen im Körper gesund sind, ist auch der Körper gesund im Umkehrschluss. Und es ist tatsächlich eine sehr, sehr hohe Zahl, aber der Körper besteht aus mehr als 40 Billionen Zellen. Und es gibt verschiedene Billionen, ne? Billionen. Muss man sich Billionen, mal genau. vorstellen. Das ist eine Zahl mit wie vielen Nullen? Keine Ahnung. Auch Das sind, glaube 13, ich. aber nagel mich nicht fest darauf. Ja, Genau, also aber wirklich riesengroß. unvorstellbar viele. Und diese gesund zu halten, dafür gibt es verschiedene Prozesse im Körper. Und genau, da hatten wir jetzt den Ansatz gesucht, okay, wie kann man die Zellen so lange wie möglich gesund halten? Weil es gibt heutzutage auch viele, naja, negative Einflüsse, ob es jetzt zum Beispiel verarbeitete Lebensmittel sind, chronischer Stress oder generell Stress, dann die Umweltbelastung, die immer stärker wird, gerade in den Städten zum Beispiel. Aber was auch noch dazu kommt, ist zum Beispiel auch der normale Alterungsprozess, weil der geht ja natürlich auch auf die Zellen drauf, weil die Zellen teilen sich nur bestimmt oft und nach einer Zeit sterben die dann ab. Das ist das ganz normale biologische Alter. Aber da auch eben zu schauen, okay, was kann ich präventiv oder auch akut für meinen Körper tun, dass ich eben einen jungen Körper in mir drin habe, weil es ist tatsächlich so. Es gibt einen Unterschied zwischen biologischem Alter und chronologischem Alter. Also, ihr kennt es doch bestimmt auch. Es gibt Menschen, die sind 70 oder 50, fühlen sich aber nicht so. Und genau aber auch andersrum. Und das hat auch viel mit dem biologischen Alter zu tun, was man eben nicht als Zahl auf dem Ausweis hat. Genau, da erzählst du was. Genau, richtig. Ja, genau. Ja, es gibt auch in der Tat heute die Möglichkeit, sich zu verjüngen. Und ich denke, da gehören auch solche Produkte dazu, nicht nur, die eben die Zellen regenerieren Genau, lassen. Ja. genau, genau. Und um jetzt auch nicht länger auf die Spannung aufzubauen, präsentiere ich es einfach mal schon mal, was wir entwickelt haben. Das ist Zellharmonie. Ja. Das ist ein Produkt, das besteht aus 43 natürlichen Inhaltsstoffen, insbesondere die heutigen Superfoods, aber dann auch Mineralien, Mikronährstoffe. Also das ist etwas, was man zusätzlich zu der Ernährung mit dazu nimmt, also eine Nahrungsergänzung. Und die basiert auf einem Konzept, also Zellharmonie, das Produkt basiert auf einem Konzept, um eben die Zellen so gesund wie möglich zu halten. Und dieses Konzept ist das Vier-Phasen-Konzept. Das besteht aus Zellaufbau, Zellerneuerung, Zellschutz und hormonelle Balance. Da ist jetzt keine Zelle drin, aber die Hormone sind extrem wichtig, wirklich über das ganze Leben hinweg, um einen gut regulierten und balancierten Körper zu haben. Wow. Und dein Bruder hat das entwickelt, dieses Produkt. Ja, der ist Biochemiker, glaube ich. Ja, sagt er so. Tatsächlich, genau, mein Bruder hat das entwickelt, aber tatsächlich ist er nicht Biochemiker, sondern Maschinenbauer. Also es ist eine Oh. andere Richtung. Also wir sind da tatsächlich, also wie wir überhaupt zu Zellharmonie gekommen sind, den Startschuss hat mein Bruder gemacht und das war insgesamt eine Entwicklung von 3 Jahren. Aber es ist auch interessant zu wissen, finde ich, warum es entwickelt worden ist. Und zwar ist das aus der persönlichen, sage ich mal, Gesundheitsgeschichte oder Krankheitshistorie entstanden, weil er als junger Erwachsener das pfeifische Drüsenfieber hatte oder hat. Das ist eine Viruserkrankung, also die resultiert aus einer Viruserkrankung, das heißt Epstein-Barr-Virus. Das hat tatsächlich so gut wie jeder Mensch, also das ist gar nicht schlimm, kann man so ein bisschen wie mit Herpes vergleichen. Viele Menschen haben es, aber es bricht nicht immer aus. Also man sieht es nicht, aber es ist im Körper drinne. Und dieser Virus
ist bei ihm leider sehr stark ausgebrochen. Und das ist dann eben das pfeifrische Drüsenfieber. Und für ihn war das dann, also resultierend daraus, 20 Stunden geschlafen am Tag, das über 2 Monate hinweg. Und das wurde dann erst langsam nach und nach über den Verlauf von einem Jahr erst wieder ein bisschen besser. Und das ist eben das Problem, das kann immer wieder ausbrechen. Also da die Frage zu gucken, okay, wie kann ich den Körper präventiv stärken? Und dieser Virus setzt sich, jetzt wird es ein bisschen fachlich, aber ich probiere es so simpel wie möglich zu machen. Also dieser Virus setzt sich eben in die Zellen rein und bei starken Stressbedingungen für den Körper, das kann sportlicher Natur sein, kann chronischer Stress sein. Also Stress ist ja alles, also ist ja nicht gleich, sage ich mal, Stress von außen. Kann auch, wie gesagt, Sport ist Stress für den Körper, aber es gibt eben diesen Unterschied gesunder oder ungesunder Stress. Und auf jeden Fall kann da das dann eben ausbrechen wieder und naja, zu dieser Erkrankung führen. Aber das ist, wie gesagt, bei den wenigsten Menschen der Fall. Bei ihm war es jetzt so und es hieß, okay, wie kann ich jetzt meinen Körper auf natürliche Art stärken, eben bis in die Zellen runter, damit sowas nicht mehr passiert. Und dann war erst nochmal, ich glaube, 2 oder sogar 4 Jahre war dann erstmal nichts. Das war dann sogar noch in der Schulzeit. Also das war ein wirklich junger Erwachsener, 17 Jahre. Und später im Studium ging es dann in die Richtung, okay, wie kann ich mich da jetzt stärken? Weil damals hatten wir schon oder hatte er schon über 60 verschiedene natürliche Mittel oder Pflanzenstoffe, ganze Pflanzen, Ashwagandha, Vitamin B12, Rhodiola rosea, Ginseng, ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert. Und dann kam eben die Idee, okay, ich will eins machen, was eben alles umfasst und meinen Körper so stärkt in der Qualität, wie ich es für mich will. Also so hatte er es noch nicht gefunden gehabt. Und genau, so, das war dann der Startschuss für die Forschung von 3 Jahren. Und dann kam vor 2 Jahren das erste Zellharmonie auf den Markt. Entwickeln uns natürlich stetig weiter. Und genau, das ist jetzt die aktuellste Version, wo wir auch sehr stolz Ja, drauf sind, natürlich. und wie schmeckt das? Wie schmeckt es? Es hat eine kleine Note von Apfel, Zitrone, Ja. aber wir haben es probiert, so neutral wie möglich zu gestalten. Gerade jetzt, also die erste Charge war nämlich, dass der Geschmack. Ich würde sagen, 15% unserer Kunden haben gesagt, es schmeckt halt einfach nicht. Aber es ist halt auch extrem schwer, einen guten Geschmack hinzubekommen, weil es eben nur aus natürlichen Stoffen besteht und keine Ja, künstlichen Zusatzstoffe enthält oder sowas genau. in der Art. Und bei der zweiten Verbesserung haben wir den Geschmack auf jeden Fall, würde ich sagen, viel stark verbessert und es neutraler gestaltet, so dass man sich das auch selbst mit in den Smoothie machen kann. Oder also ich trinke es persönlich immer in Wasser auch. Also ich finde es sehr angenehm. Ja, ja, Oder ja. einfach in Saft. Ja, so trinke ich es auch. Und es schmeckt auch gut, finde ich. Und es gibt sehr viele zufriedene Konsumenten von diesem tollen Nahrungsergänzungsmittel, also wie man das auch bei euch auf der Website sieht. Ja, Ja. genau. Ja, das ist sehr schön. Also, ja, ich finde das eine super Idee. Jetzt gibt es natürlich auch andere Nahrungsergänzungsmittel. Wie unterscheidet sich das nochmal, damit wir das noch ein bisschen rausarbeiten können? Sehr gerne. Also, wie ich vorhin einmal schon kurz gesagt hatte, ist es das Vier-Phasen-Konzept, auf was Zellharmonie basiert. Also wir arbeiten da immer ganz eng an der aktuellen Forschung, dem Forschungsstand, genau, was es da eben für neue Studien gibt. Deswegen auch, also wir haben jetzt zum Beispiel nicht unsere Formel einmal fertig gemacht und sind jetzt fertig damit und gehen jetzt in den Verkauf, sondern wir entwickeln das natürlich stetig weiter. Weil Gesundheit ist auch was, was sich immer weiterentwickelt und es kommen neue Erkenntnisse darüber, was dem Körper gut tut. Ja. Also ich würde einmal sagen, dass das Herzblut, was von uns in diesem Projekt steckt, immer wirklich das Beste zu geben. Das auf jeden Fall, also sage ich mal die persönliche Note. Dann Genau. aber natürlich auch Zellharmonie ist als All-in-One-Lösung. Ich meine, es gibt viele, die jetzt viele verschiedene Tabletten am Tag nehmen, wo man irgendwann die Übersicht verliert, was früher bei uns dann genauso war. Da ist Zellharmonie halt recht einfach. 2 Messlöffel ins Glas, umgerührt, getrunken und du bist sehr gut versorgt. Fertig.
Ja. Fertig und man ist versorgt für den Tag. Ja, Genau. das ist sehr Genau. schön. Ja, gut, man kann die Produkte ja auch einzeln nehmen. Ihr habt sie halt jetzt alle so schön zusammen. All in one. Das ist ja sehr praktisch auch und es schmeckt auch gut. Gerade Genau. heutzutage, genau. Und Genau. wenn man jetzt eben in diesen fachlicheren Aspekt noch weiter reingeht, hatte ich ja diese vier Bestandteile Zellaufbau, Zellreinigung, Zellschutz und hormonelle Balance genannt. Und ganz kurz, also dazu, der Zellaufbau zum Beispiel bedeutet, die Zellen bestehen also aus Protein und runtergebrochen wieder in Aminosäuren. Und es gibt verschiedene Aminosäuren, die muss man über die Nahrung aufnehmen, die kann der Körper nicht selbst produzieren. Und da eben die perfekte Mischung zu haben, weil es gibt auch, also da die richtige Mischung zu haben, ist extrem wichtig, damit der Körper das auch richtig aufnehmen kann. Weil du hast bestimmt auch schon mal das Wort Bioverfügbarkeit gehört. Also wie Ja. gut kann das eigentlich aufgenommen werden? Und Ja. da spielt diese Mischung eben eine extrem wichtige Rolle, in welcher Höhe diese verschiedenen Aminosäuren enthalten sind. Und genau, dazu gibt es zum Beispiel eine Studie vom Herrn Professor Dr. Luca Moretti zu dem perfekten, also das heißt Master Amino-Pattern, also sozusagen das perfekte Aminosäurenmuster, damit der Körper es aufnehmen kann. Das ist zum Beispiel dann die Phase 1. Die Phase 2 ist Zellreinigung. Wir haben einen körpereigenen Prozess, der reinigt die Zellen und der heißt Autophagie und der kann angeregt werden, also dass wir sozusagen unsere eigene Zellreinigung verstärken. Weil, also was reinigt der oder warum sollen Zellen gereinigt werden? Nach einer Zeit sterben nämlich Zellen ab oder werden dysfunktional oder also altern und diese können dann wieder, also diese werden dann auseinandergenommen und wieder in den Nährstoffkreislauf eingeführt. Und warum ist das wichtig? Sage ich mal, alte, kaputte, defekte Zellen sind nämlich auch ein Herd für Krankheiten und dem eben auch präventiv vorzubeugen, ist extrem wichtig. Genau. 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 Ist ja so, man putzt ja auch sein Haus und seine Wohnung und macht das immer sauber, damit sich da keine Krankheitserreger sich ansammeln. Deswegen, wir machen das immer im Außen, aber im Innen muss es genauso gemacht werden. Ja. Ja, Ja, nur weil man das. es nicht sieht, heißt es nicht, dass es nicht notwendig ist. Ja. Ja. Also insofern, das ist sehr, sehr wichtig, ja, was du da ansprichst. Ja, genau. Genau. Und genau, das nächste geht dann wieder einen Schritt weiter, und zwar der Zellschutz. Und das, okay, ganz die Chromosomen, also unsere Zellen haben Schutzkappen. Und diese Schutzkappen werden bei jeder Zellteilung immer ein Stück kürzer. Und wenn die irgendwann weg sind, stirbt die Zelle bei der Teilung ab. Und wir wollen die ja so lange wie möglich gesund halten. Und es gibt zum Beispiel Pflanzenstoffe wie die Astragaluswurzel, die eben die Schutzkappen wieder stärkt und diese länger erhält. Also sprich, die Zellen sind länger gesund dadurch, was naja, extrem gut und genial ist. Und darauf zahlen natürlich auch noch andere Sachen ein. Also zum einen ist es die Astragaluswurzel. Natürlich ist es aber auch der Lebensstil, in dem man sich selbst umgibt. Da gibt es verschiedene Studien zu, ob es, also die Ernährung ist extrem wichtig dafür, so wie bei allem im Bereich Gesundheit. Also, das muss ich natürlich auch sagen, Zellharmonie ist eine Nahrungsergänzung, aber die Ernährung an sich selbst ist total wichtig. Und genau, damit, da Ja. sollte auf jeden Fall für die Gesundheit ein Fokus draufgelegt werden. Und wenn man nochmal das extra machen will, ist Zellharmonie auf jeden Fall die richtige Wahl dafür. Genau. Und das eben, also kleiner Disclaimer jetzt weg. Und genau, das ist der Zellschutz. Und die hormonelle Balance besteht aus Adaptogenen. Das sind Pflanzenstoffe, die die Hormone in Gleichgewicht bringen, insbesondere zum Beispiel das Stresshormon Cortisol. Weil Stress ist ja an sich nichts anderes als eine chemische Reaktion im Körper. Ja. Da wird Cortisol ausgeschüttet. Ja. Und diese Stresskurve geht meistens so steil hoch, bleibt dann oben und irgendwann sinkt sie wieder ab. Und dann ist man eben in dieser Phase der Erschöpfung. Das Problem ist halt, es gibt ja, wie schon gesagt, gesunden Stress, aber auch Stress, der wirklich ungesund ist, der klassische chronische Stress, weil der Körper kommt dann nicht mehr aus, also er bekommt keine Erholung mehr. Und Adaptogene können genau dabei helfen. Und zwar halten sie nämlich
bei einer Stressreaktion den Stresslevel auf ein Medium, also es gibt keine starken Spitzen mehr, was dem Körper sich viel leichter regenerieren lässt wieder. Und genau, darüber hinaus, Cortisol beeinflusst dann natürlich auch wieder die anderen Hormone. Ja. Also es gibt, die Hormone sind ja ein komplettes System im Körper, ob es jetzt von der Schilddrüse, der Nebenniere oder andere Hormone sind, die hängen alle zusammen. Und genau so hat Zellharmonie auch weitere Inhaltsstoffe, die jetzt zum Beispiel an den Hormonen, also die regulierende Wirkung auf die verschiedenen Hormone haben und somit eine gesamte Balance schaffen. Deswegen hormonelle Balance, weil sie auch extrem wichtig ist. Und, genau. Ja. Jetzt wird natürlich manch einer sagen, der älter ist, der vielleicht im Ruhestand ist, also Stress habe ich eigentlich nicht mehr. Warum? Aber bei jedem Stress ist es ja nicht nur der äußere Stress, sondern es ist auch der innere Stress. Falsche Gedanken, Gedanken, die einen belasten, die schütten auch, die bringen, kommt auch dazu, dass Cortisol ausgeschüttet wird und dadurch kann Krebs entstehen, habe ich mir sagen lassen, ja. Und das ist natürlich schon dann auch sehr wichtig, darauf zu achten, auch wenn ich jetzt nicht so den äußeren Stress habe, ich muss jetzt da irgendwo hin, ich muss das jetzt machen, sind auch meine Gedanken, dass ich mich ärgere, dass ich unzufrieden bin, dass ich unglücklich bin, ja, das ist auch eine Art von Stress. Das ist keine Art von Stress, das ist Stress. Das ist Stress, ja. Weil, also wie gerade, also das ist ein perfektes Beispiel auch dafür, Stress muss nicht nur von der Arbeit kommen. Stress kann auch aus dem familiären Umkreis kommen. Stress kann von Sport kommen, wie gesagt. Also es gibt da kann diese auch Einsamkeit sein, kann Traurigkeit sein, kann Trauer sein, ja. All diese Dinge, also gerade bei Älteren ist es ja oft nicht so der Stress, der so von außen direkt kommt, so durch, weil ich jetzt laufe ich 100 Kilometer irgendwie im Marathon oder sonst was, sondern es ist mehr so dieses geistige Belastetsein. Und das führt ja auch zu dieser Cortisolausschüttung. Und so kann man eben krank werden, kann sich Krebs bilden. Und das ist ja alles das, was wir nicht wollen. Ja. Genau, also was wir wollen, ist den Körper so lange wie möglich gesund halten. Genau. Und dafür eben dem Körper auch alles geben. Und ich finde, was auch extrem wichtig ist, neben den Hormonen, ist eben den Körper mit den ganzen Mikronährstoffen und Nährstoffen zu versorgen, die er halt braucht. Und man merkt es tatsächlich gar nicht so stark, man kann das manchmal nicht zuordnen, woher was kommt, ob man jetzt mal Kopfschmerzen hat oder erschöpft sein. Und oftmals liegt es dann zum Beispiel an einem Vitaminmangel oder Nährstoffmangel, der dann vorliegt. Ich weiß, dass da fehlt irgendwas. Ja. Das aber ist das erstmal so greifbar zu machen. Genau, man weiß das gar nicht. Das kann einem auch im Moment keiner sagen. Das müsste man wirklich eine Blutuntersuchung machen und dann stellt man fest, dass irgendein Stoff fehlt. Ja? Ja. Und insofern ist dann bei euch alles drin. Wie oft nimmt man das ein und wie macht man das am sinnvollsten und wann, zu welcher Tageszeit? Genau, also Zellharmonie nimmt man 5-mal in der Woche, also nicht mal jeden Tag, also nur 5-mal die Woche und das einmal am Tag. Aha. Und wir empfehlen, das morgens zu nehmen, auf nüchternem Magen am besten noch, vielleicht vorher ein Glas Wasser getrunken und dann einfach Zellharmonie anmischen und dann das zu trinken. Aber an sich ist es 10 bis 15 Minuten vor der ersten Mahlzeit, kann man so sagen. Sehr gut, ja. Genau. Wunderbar. Und vielleicht auch interessant, warum an 2 Tagen denn nicht? Diese 2 Tage, Entschuldigung, diese 2 Tage sind frei wählbar, an dem Zellharmonie nicht genommen wird. Und da empfehlen wir tatsächlich, auch wenn das vielleicht mal ein Experiment ist, das Frühstück oder das Abendessen eins von beiden wegzulassen und dass man dann ins Intervallfasten kommt. Intervallfasten bedeutet, dass man 8 Stunden am Tag was isst und 16 Stunden nichts isst. Das ist ein Ernährungskonzept, was darauf einzahlt, nämlich, dass die Autophagie, also die Zellreinigung, gefördert wird. Weil die Zellreinigung ist im Körper aktiver,
wenn der Körper wenig Insulin, also wenn ein geringer Blutzuckerspiegel vorhanden ist. Genau. Deswegen, genau, und deswegen empfehlen wir das an Genau. diesen 2 Tagen so zu praktizieren. Natürlich ist es immer jedem sich selbst überlassen, ob er das dann wirklich machen will, aber es zahlt eben noch mal mehr auf das Wohlbefinden ein, schon neben, also jetzt waren wir gerade noch bei einer Nahrungsergänzung, was man dazu nimmt, und das ist sozusagen eine positive, gesunde Gewohnheit. Ich zum Beispiel mache das jeden Tag, also ich frühstücke nie, aber das ist nichts, was wir empfehlen können für jeden, weil jeder hat einen anderen Rhythmus und da muss man für sich selbst schauen, was am besten passt. Genau. Es gibt Menschen, die sollten lieber kleine Mahlzeiten häufiger essen und andere können auch diese 8-16-Lösung wählen. Ich weiß, das hat mein Bruder auch gemacht. Der hat dadurch enorm abgenommen. Also er wollte abnehmen und hat das eben so praktiziert. Und im Übrigen empfehlen ja auch Ärzte immer auch zu fasten. Natürlich nur bei Menschen, die auch gesund sind, für die das geeignet ist. Ja, das ist auch nicht für jeden. Aber Genau richtig. Fasten wird ja auch empfohlen, ja. Ja. Also es gibt viele Möglichkeiten. Ein wunderbarer Weg auch ist eure Zellharmonie. Und wie können wir die beziehen, diese Zellharmonie? Und zwar über einen Gutscheincode, der heißt Dorothea 5. Den stelle ich ein hier ins Video, in die Videobeschreibung. Und da kann man sich das bestellen. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir sehr. Ich hoffe, wir haben alle Punkte angesprochen. Und bedanke mich sehr bei dir, Marvin. Und ja, also ich kann es nur sehr empfehlen. Und ja, herzlichen Dank nochmal. Ja. Ja, sehr, sehr gerne. Und auch für alle, die das jetzt zum auch hören, ihr könnt mir auch gerne schreiben. Ich antworte persönlich. Also wir sind hier ein junges Unternehmen aus Mainz und ich freue mich immer auch über Kundenfeedback oder wenn Fragen da sind, gucke ich immer, dass ich so gut wie möglich unterstützen kann. Also da sehr gerne. Die Dorothea wird ja unten einen Link reinstellen, da könnt ihr draufdrücken und wenn ihr mir auf der Webseite schreibt, das bekomme alles ich. Also ich freue mich von euch zu hören. Gut, wunderschön. Vielen, vielen Dank nochmal, Marvin. Es war mir ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Und ja, dann tschüss. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.